Hänzlers schnelle Nummer. Wir sind immer noch beim Grillen, aber heute geht es darum, was nehme ich mal mit zum Grillen. Und zwar zeige ich heute einen richtig leckeren Schichtsalat. Normalerweise meist mit Maiskörner, Kidneybohnen. Wir machen heute die orientalische Variante. Kleiner Bauchtanz. So, pass auf. Als erstes Instant Couscous. Habe ich jetzt hier. Da kippen wir Wasser drauf. Und das Wasser einfach an das Wasser ein bisschen Currypulver geben, dass wir einfach ein bisschen geilen Taste mit reinnehmen. Man sieht schon, Wasser dampft. Pulver löst sich auf. Jetzt hier auf den Instant Couscous. Wasser, Couscous 1 zu 1, also eine Tasse Couscous, eine Tasse Wasser, durchrühren, stehen lassen. Eine der Zutaten für den Salat ist die Avocado. Wisst ihr, ne? Kern raus. Löffel. Die Avocado aus der Schale herausholen. Und dann die Avocado mit dem Messer gerade runterschneiden. Dicke Streifen sozusagen, dicke Stifte und dann würfeln. Als nächstes schneiden wir ein Römersalatherz, halbieren. Und dann, das ist wichtig, jetzt nicht zu klein. Und einfach so runterschneiden, Strunk weg. Auch dazu kommt rote Beete, die gekochte aus dem Supermarkt. Und die wie die Avocado wiederum in Würfel schneiden. Und zum Schluss schneiden wir noch einen Feta-Käse auch in Würfel. Jetzt kümmern wir uns um das Dressing. Und zwar braucht ihr für irgend so ein leeres Glas, Marmeladenglas oder sonst irgendwas. Das erste, was reinkommt, bisschen Brühe. Ne? In Form von, dass ihr direkt Brühe macht oder einfach Wasser mit ein bisschen Brühpulver. Dann dazu Zitronensaft, frisch gepresst. Das gibt die Säure in das Ganze rein. So. Für den Geschmack kommt diese Sesampaste, Tahin. Ich sag mal, einen kleinen Ditcher mal rein. Das ist jetzt so ein bisschen Ermessenssache, wie gerne man das mag. Ich finde das für so einen Salat ganz geil, deswegen kann man ruhig ein bisschen mehr machen. So. Dann dazu ein bisschen Grenadin. Das gibt Farbe und Geschmack. Das ist eine leichte Süße vor allem natürlich auch. Ordentlichen Schluck, weil ich finde das ganz gut, das Zeug. Jetzt würzen. Bisschen Gewürzsalz. Olivenöl. Ihr könnt jetzt ungefähr merken, das gleiche, was hier drin sind, mindestens das gleiche müsst ihr mit Öl auffüllen einmal. So, dann machen wir mal den Schüttelmeister und probieren direkt. So, einmal schön hier durchschütteln. Dann gucken wir mal. So, so sieht das aus. Schöne Konsistenz. Der Volltreffer. Bevor wir anfangen zu schichten, jetzt den Couscous ein bisschen auflockern mit einer Gabel. Prise Salz rangeben. Schöner Curry-Flavor. Hat sich komplett gelöst. Bisschen glatt schlagen wieder, dass es eine Ebene hat. Und jetzt geht's los mit dem Schichten. Erste Schicht sind unsere Avocado-Würfel. Und die jetzt gleichmäßig auf den Couscous verteilen. Als nächstes die rote Beete-Würfel auf der Avocado verteilen. Auf die rote Beete kommen die Würfel vom Feta-Käse. On top kommt der Salat. Hier habe ich jetzt noch geröstete Walnüsse und Minze. Beides zusammen durchhacken. Und das kommt dann auch nochmal auf den Salat. Und als allerletztes sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte, Granatapfel, direkt auf den Salat dreschen. Einfach hier mit einer Kelle draufhauen und dann fallen die Kerne da raus. Und dann ist er fertig. Jetzt hier einfach Klarsichtfolie drauf. So. Und dann Dressing, Salat nehmen. Guten Appetit, ich gehe jetzt zum Grillen. Da bin ich wieder. Und was ihr dann macht, wenn ihr beim Grillen seid, so, jetzt kannst du wieder rankommen, Dressing durchschütteln, auf den Salat kippen und dann braucht ihr zwei Löffel, Holzlöffel, zwei Gabel, irgendwas. Und jetzt muss man schön, wird das von oben oder von vorne nehmen? Muss man gucken, wo es besser aussieht. Ne? Guck mal, jetzt gehe ich hier rein und dann geht ihr einmal schön da durch. Dass sich alles vermengt.
die ganz verschiedenen Texturen, verschiedenen Geschmäcker. Oh, guck mal, Minze, Nüsse, rote Beete, Feta-Käse, cremige Avocado. Guten Appetit. Es schmeckt, wie es aussieht. Hier ist die Einkaufsliste. Und die Einkaufsliste für unseren Schichtsalat orientalisch. Braucht ihr eine Avocado, eine Zitrone, ein Römersalatherz, ein Paket Feta-Käse, eine Tasse Instant Couscous, zwei Knollen rote Beete gegart, zwei Esslöffel Sesampaste, ein Granatapfel, einen halben Granatapfel wohlgemerkt, hier muss halb stehen, eine Handvoll Walnusskerne, zwei Zweige Minze und fürs Dressing noch 50 Milliliter Brühe, 4 cl Grenadin, 120 Milliliter Olivenöl, Curry und Salz braucht ihr. Das war Hänzlers schnelle Nummer. Noch mehr Infos zu Hänzlers schnelle Nummer findet ihr auf hänzlers-schnelle-nummer.de. Bis zum nächsten Mal.